Da tropft immer noch Blut von der Decke. Oh shit. Und damit willkommen zurück bei Alien Isolation. Es geht weiter mit mir und Amanda Ripley. So, wir sind das letzte Mal hier angekommen und nun führt uns unser Weg hier weiter. Stellen Sie den Strom zum Labor wieder her. Richtig, richtig. So, das Ding sieht aus, als würde es dann Strom wieder herstellen. Dann versuchen wir unser Glück. Okay. Aktivieren Sie das primäre Alarmsystem. Okay, ich habe mitgenommen, was geht. Großartig noch was herstellen, bis auf ein Geräuschmacher kann ich nicht. Dann ist immer eine beste Verteidigung des Alien. Dieser verdammte Xenomorph. So, wo muss ich hin? Auf die andere Seite, ne? Ja, das heißt, die Türen müssten jetzt offen sein, dass ich jetzt dahin kann oder nicht. I don't know. Aber hier beruhigt sich die Lage wieder etwas. Ich gehe jetzt einfach mal hier den Gang entlang und dann gucken wir mal. Muss irgendwo über mir sein, glaube ich. Oder hinten ist es. Na Gott. Die Tür ist immer noch verschlossen. Wollen wir herstellen? Es funktioniert also noch nicht. Aber bald. So, jetzt bin ich hier. Na, ist das nicht der Raum? Doch, da muss ich doch rein. Oh ja, okay. Gut, 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 gut. Scheiße. Ja, ich bin eingekesselt. Fuck. Es kann aus beiden Seiten rauskommen. Oh Gott, oh Gott. Bitte gehen Sie weg. Schrott. Das ist voll der Schrott hier. Okay, konzentrieren, was wollte ich? Ah, hier. Wehe, der tötet mich jetzt, während ich hier das Ding versuche zu lösen. Das wäre ziemlich frech. Gut. Wusste ich doch, dass du wieder kommst, du Arschgesicht. Fuck you. Weg mit dir. Fuck, wo muss ich hin? Kommen Sie aus dem Labor? Hä? Warum ist die Karte weg? Hier. Hier ist schon wieder herstellen. Ich dachte, das ist er. Warum ist die Karte weg? Mann, ey. Du gehst mir auf die Eier. Hopp. Es tut mir leid, Ripley. What? Nein! Du Wichser! Der will uns hier drin sterben lassen! Nicht an! Völlig losgelöst. Na, super. Ersticken wir jetzt? Nee, Sauerstoff müssen wir ja noch haben. Hier drin. Sie
Okay, die Tür. Diesmal jetzt. Diesmal kann ich sie öffnen. Beziehungsweise sollte ich sie öffnen können. Jetzt noch. Warum ist die Karte weg? Das verunsichert mich total. Warten Sie, bis der Druckausgleich abgeschlossen wurde. Okay, alles klar. Ich habe keine Wahl. Ich muss warten. Gott. Das ist hier ein Aushalten. Oder sich verstecken. Geht auch. Okay, ich bin drin. Oh Mann, warum durfte ich die Sequenz eben nicht selber spielen? Voll schade. Wurde das Alien mit uns weggesprengt? Sind wir es los? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, das macht die Bedrohung auf der Station nicht weniger, Hallo? Aber schon mal einen großen Schritt Hallo? Richtung Normalisierung. Hört mich jemand? Ach was. Wait. Ich, Sie, absolutes Arschloch. Sie haben mich eingeschlossen. Sie haben das Labor in den Weltraum gefeuert und... Ich hatte keine Wahl. Überhaupt keine Wahl. Sie haben das Ding gesehen. Sie haben gesehen, was es anrichten kann. Ich musste es von der Station kriegen, ganz egal wie. Ja, mit mir als Köder. Zum Verrecken. Es hat verdammt nochmal funktioniert, Ripley. Es hat funktioniert. Ich habe das Ding erwischt und es in den Gasriesen geschleudert. Die Station ist sicher. Das zum einen. Und zum anderen sind Sie ein herzloser Schweinehund. Ich komme zurück ins Büro. Da können wir Ihre Vorgehensweise genauer besprechen. Ripley, Ende. Ja, ist schon ein richtiges Arschloch. Also, ihre Reaktion ist absolut gerechtfertigt. Ganz ehrlich, der wollte uns verrecken lassen und er sagt, ja, ich hatte keine andere Wahl. Aber es ist tot. Naja. Also, es wäre gut, wenn es so wäre. Ich glaube es aber nicht. Also, dass das Alien tot ist, das bezweifle ich. Erstens, den Xenomorph zu töten, ist gar nicht so einfach. Ach, scheiße. Ich bin wieder hier am Anfang. Das kenne ich doch noch. Hier, der Typ, der da liegt mit der Schrotflinte. Ah, oh, toll, ich komme damit nicht rein. Naja, auf jeden Fall, nee, absolut inkorrekt von ihm. Dafür kriegt er ordentlich auf die Fresse. Es fällt ihm einfach ein, uns zusammen mit dem Alien ins All zu schleudern. Ohne mal vorher überhaupt zu sagen, ja, das ist der Plan, sind sie cool damit.
Natürlich hätte sie wahrscheinlich gesagt, nein, sind sie noch ganz zu retten? Na mal gut. Tür geht nicht auf. Achtung! Apollo hat die Gefahreneindämmungsstufe auf Omega erhöht. Danke. Ist dem so. Guck mal, er hat auch eine Pumpgun. Ja, hier wird das Alien am Werk, eindeutig zu sehen durch das Loch im Kopf. Könnte aber auch Selbstmord gewesen sein mit der Schrotflinte. Ich würde es nicht ausschließen. Aber meine Vermutung liegt nahe, dass es das Alien war. Habe ich eine Pumpgun? Ist ja geil. Wird aber gegen das Alien halt auch nicht helfen, ne? Das ist vergeudete Liebesmühe. Da drin lag aber auch eine, aber ich krieg die hier. Heißt es, da drin ist Munition? Wahrscheinlich, ne? Aber Fehlschuss ist nämlich nie viel, also. Ich kann damit wahrscheinlich eine Person töten, vielleicht zwei, je nachdem, was die aushalten, aber naja. Schlüsselkarte, die wir gerade bekommen haben. Zack. Okay, Freiheit. That's nice. So krass. Dann landet man einfach hier. Back to the roots, ne? So. Dieser hellgrüne Bereich da hinten, da bin ich jetzt im Prinzip hergekommen, ne? Da ist aber noch irgendwie ein Ausrufezeichen, aber ich glaube, das war die Tür, die ich aufgemacht habe. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, können wir mal gucken, was ist hier hinten noch? Ich glaube, die kann ich auch öffnen, ne? Mit meinem Gear-Date. Ja. Aber ganz ehrlich, es ist, tut so gut, mal einen Moment der Ruhe zu haben. Dieses Alien ist absolut the worst. Die Verfolgermechanik in diesem Spiel ist richtig geil. Funktioniert grandios. Aber sie ist wirklich, wirklich anstrengend. Man hat so wenige Momente, wo man mal wirklich raus kann. Das ist der Wahnsinn. Weil es die ganze Zeit gefühlt um einen herumschleicht. Dann hat man wirklich kaum eine Sekunde Pause. Aber mit dem Flammenwerfer lässt sich das Alien auf jeden Fall gut abschütteln, wie wir gesehen haben. Die Sache ist, Munition für den Flammenwerfer finden wir halt auch nicht an jeder Ecke. Also da muss man auch sich eingestehen, dass es echt nur für den Notfall ist, wie eben. Nicht erwarte, bis der Druckausgleich erfolgt. Die Sache ist, ich hätte mich auch verstecken können. Also die Möglichkeit hätte ich. Aber ich dachte mir, okay, ich will einfach nur da rein. Komm, mach hinne. Hat ja auch so funktioniert, aber trotzdem. Du wieder. Ich stehe nur so rum. Was ist mit ihnen? Warte. Ja. Ich. Hallo? Treff ihn doch. Achso, nachladen. Ja, okay. Da ist leer. Jetzt kommt er dazu! Genau! So spielen wir das Spiel. Gott, Mann. Heißt. Auf die Fresse gibt's jetzt. Oder kann ich die mit der Pumpgun töten? Ich will ja keine Munition verschwenden. Dann nehme ich lieber den Elektroschocker. Ah, Mann. Na ja, gut. Aber ich habe eh so viel Zeug, also ganz ehrlich. Also an Sachen, um was herzustellen, mangelt es mir ehrlich gesagt nicht. Deswegen stelle ich mir noch eins her. Ich bin in den meisten Fällen gut zurechtgekommen. Nehmen sie mal. Okay. Da ist auch wieder so ein Ausrufezeichen, aber warum? Wegen dem hier oder was? Hab ich doch schon. Hm. Ich hab die letzte Leistungskupplung gefunden, hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist die. Jetzt geht die Tür wieder vor meiner Nase zu. Sicherheitsstreber anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und. Hat die ganze Zeit die Lampe an, ne? Ups. Vergessen. Liegt hier vielleicht noch was rum? Nee.
Ich würde gerne mal eine speichern. Ich scheine mich gerade irgendwo zum Speichern. Piep. Da muss ich lang. Ja, aber hier ist noch was. Kann ich nochmal speichern, glaube ich. Ja. Was ist es? Hä? Da. Ja, hier seht ihr, es ist halt also Ton in Ton. Also die Farbstimmung meine ich. Okay. Ne, geht nicht. Okay. Kleine Sekunde, ich muss noch mal kurz was nachgucken, bin gleich zurück. Alles klar, da bin ich wieder. So. Speichert habe ich. Boah, da geht's. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist hätte. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Irgendwie sagt mir mein Instinkt. Das Instinkt, aber so mein inneres Gefühl sagt mir so, ja, Marshall Waits wird auch sterben. Nicht durch unsere Hand, aber vielleicht durch eine andere. Also, ich rechne auch mal damit, dass einige Leute schon überleben, also zumindest hoffe ich das. Aber bei Waits sehe ich, glaube ich, schwarz. Haben keine Patrone. Nice. Eine. Gut. Ich werde ja nicht hier vollgestopft mit Munition rumlaufen, sonst wäre es ja irgendwie kein Survival-Spiel mehr. Kann man durch. Verschlossen. Okay. Oh shit. Bitte, Mami, nicht schwach. Jetzt nicht schon wieder. Gib mir doch einfach mal kurz einen Moment Ruhe. Das wäre richtig geil. Würde ich sehr feiern. Hallo? Bitte schießen Sie nicht auf mich. Hä? Soll ich denn... Ey! Ich hab nichts getan! Neu hier. Wird voll. Nicht entkommen. Hier habe ich gedacht, könnte ich durch, aber nee, ist nicht. Muss ich denn lang? Vorne ist zu. Hier geht auch nicht. Hier ist nichts. Hä? Wie komme ich raus? Na nie. Müssen die das Tor für mich öffnen? Wir verschlossen. Ich komme da nicht rein. Was mache ich denn jetzt? Hilfe. Die hängen da rum. Ja, ihr seid dumm. Wenn ihr nicht. Wenn ich nicht durchschießen kann, könnt ihr das auch nicht. Sollte man eine Revolverkugel riskieren. Aha. Den irgendwie aktivieren? Dein Freund hier? Nee. Ist hier ein Schalter? Öffnen Sie das Sicherheitsgitter der Galerie. Was stand da? Um wiederherstellen. Nein, er schießt sie nicht. Geht das physikalisch? Wir haben Helme auf. Das wird dann natürlich dann nicht so einfach, Kopfschuss durchzuführen. Nee, geht nicht.
Ach so. Aber nee, man kann ja nicht springen in diesem Spiel. Ich dachte, nach oben zu springen und so. Strom wiederherstellen, ja, wo denn? Zu und da ist zu. Ich kann nur speichern. Oh, warte mal. Ah, nee, das ist. Ach, guck mal, hier ist, glaube ich, noch ein. Hier? Aufwandterminal. Help. Nicht eines der Terminals hier benutzen? Tut er mal nicht. Nee, ne? Nee, geht nix. Okay, ich stehe gerade echt dezent auf dem Schlauch. Ich gucke nochmal, wie es hier weitergeht und dann bin ich gleich zurück. Ah, der kleine Robo. Ich konnte ihn noch aktivieren. Ah, der kann da durch. Ach, und ach, guck an. Yeah. Ich dachte nämlich schon gerade, ich finde nichts, um irgendwie den Strom wiederherzustellen. Also soll irgendwo eine Möglichkeit geben, ne? Da reinzukommen. Medikits kann ich mehr als 3 Stück tragen. Das ist spannend. Guck ich mal. Bumm. Rohrbombe. Räuschmacher. Räuschmacher wäre halt gut, wenn es Alien da wäre, aber das ist es, glaube ich, nicht. Also, sonst könnte ich das Alien benutzen, um die Leute da draußen zu töten, aber. Hm. Denn. Ich glaube, ich nehme eine Rohrbombe, um alle wegzufetzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Man könnte ja auch eine Rauchbombe werfen und dann den vorbeischleichen irgendwie, aber wer bin ich schon? Okay. Geh durch. Ich mache halt immer gerne die Lampe an, einfach ein bisschen besser zu sehen, aber es ist ja gut beleuchtet hier drin, also von daher. Alles und jeder hier in diesem Spiel will mich einfach tot sehen, es ist so fürchterlich. Ja, das ist der Raum, den man noch auf der Karte gesehen hat. Perfekt. Und dann kann ich dann da gleich durch. Hey. Leuchtfackel. Eine EMP Bauplan verbessert. EMP Granate V2. Leuchtfackel ist trotzdem voll. Na gut. Dann wollen wir mal. Zack. Ach so, ich bin ganz woanders hier. Ah ja. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden. Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Super. Passen Sie auf sich auf. Heißt es, sie verlassen jetzt ihre vorgesehenen Pfade und schleichen dann einfach hier random rum, oder wie ist das? Da komme ich, glaube ich, nicht rein, da brennt's. Okay, da kann ich rein. Wir kommen in der Sache schon ein bisschen näher. Oh, das nutze ich gerade mal. Wenn wir schon gerade hier sind. Okay. Ich gehe trotzdem nochmal kurz zurück. Ich gehe nochmal hier umsehen, ob hier noch irgendwas ist. Oh ja, Munition. Gut, die Tür geht nicht auf.
Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr zu holen. Nee, es sieht so aus, als wären wir hier fertig. Okay. Ja. Dann laufen wir mal wieder zurück. Oh, wait a second. Hier ist noch eine Kiste. Ah ja, guck an. Busy, was ist auf jeden Fall noch drin. Ey, ich bin voll bepackt mit Leuchtfackeln, wo ich die nicht brauche. Ich habe die ein einziges Mal, glaube ich, benutzt. Das war's. Ich meine, ist gut, um natürlich Alien abzulenken oder anderweitig Licht zu machen, wenn man keine Taschenlampenbatterien mehr hat. Aber ich werde ja mit Materialien auf dem Schwierigkeitsgrad wirklich zugeschmissen. Also sterben tue ich hauptsächlich durch das Alien oder durch eigene Dummheit, wenn ich mich mit Leuten anlege und nehme die falsche Waffe oder sonst irgendwas. Aber in den meisten Fällen schaffe ich es schon durch. Ne? Irgendwie. Und man kriegt hier halt auch echt Sachen an jeder Ecke. Hier liegt überall was rum. Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht. Ich kam vor einigen. Hä, wie komme ich denn hier raus? Hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Ach so. Okay, warte. Nicht hier. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Geh durch. Aber jetzt. Könnte vielleicht gehen. Eine Funkstörung bedeutet, wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Verdammt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Wer sagt denn, dass es Apollo war? Bin ich denn jetzt? Oh, ich bin schon bei der Party. Jo. So, ich nehme mal stark an, ich kann den Strom hier wiederherstellen. Hier so. Aber zuerst. Achso, der Rechner ist. Was? Kugel. So. Ja, kann ich alles nicht mitnehmen. Ich könnte mir noch ein Medikit herstellen, verbraucht auch Schrott. Heilung, Heilung, Heilung. Schrott, Schrott, Schrott. Ja, es verbraucht nicht so viel Schrott. Hey. Endgranate. Ne, geht nicht. Also von Granaten und anderweitigen Sachen kann ich nur drei herstellen. Aber von Medikit, das geht mehr. Gut, aber da fehlt mir jetzt was für. Das heißt, was herzustellen kann ich nicht. Na gut. Okay, let's go. Im Strom. Hier bangt. Was? Nee. Okay, ich habe ja vorher schon gespeichert, deswegen kein großer Time Loss, wir holen das nach. Ich habe gedacht, die schießen auf mich. Die haben doch vorher auf mich geschossen. Und dann brutal auf mich geschossen. War? Ich weiß nicht, wann das hier jemand hört, aber irgendjemand muss Aufzeichnungen hinterlassen und ich weiß nicht. Ich kam vor einigen Monaten hierher, um über den Zusammenbruch eines Traums zu schreiben. Das Schiefgehen einer Zukunft. Ich habe die Menschen hier als bloße Fußnoten zu meinem Artikel angesehen. Etwas Herzzerreißendes. Als die Leute dann zu verschwinden begannen, war ich außer mir vor Freude. Das war eine große Sache. Aber jetzt sind die Menschen verängstigt. Und eine Funkstörung bedeutet, dass wir alleine sind. Ich bin hier gefangen wie alle anderen. Eine weitere Fußnote. Mein Opfer. Okay, dann nochmal. Bin ein bisschen verwirrt. Was ist mit den Androiden los? Weil die haben doch vorhin auf mich geschossen. Das waren doch die gleichen Leute, oder nicht? Und jetzt werfe ich eine Rohrbombe und dann sind die tot. Oder ist jemand bei denen dabei, den sie als Geisel nehmen? Das kann natürlich auch sein. Aber Zivilisten zu töten heißt für mich halt auch ein Game Over.
Ah, na gut. Vielleicht kann ich mit denen verhandeln oder so. Geht das? Amkan kann man benutzen, um Androiden zu töten. Hier, krass, das geht. Der hat's nicht geschafft. Ethanol. Ja, aber dann nutze ich doch lieber den Elektroschocker, spart Munition. Toll, jetzt haben wir das Alien nicht mehr, dafür haben wir eine Horde Androiden, die uns umbringen wollen. Die laufen hier komplett weird durch die Gegend. So, der hat einen Sensor her. Wow, was war das? Ja, der schießt auf mich, oder was? Okay, den darf ich umbringen. Ja, aber der eine hat vorhin auf mich geschossen, das war der. Was weiß ich denn, wer mir feindlich gesinnt ist und wer nicht? Was soll ich denn machen? Ziemlich viele Pumpgun-Patronen gerade. Aber ich nutze eher die Pistole, weil wie gesagt, die Pumpgun. Die habe ich nicht so viel Munition. Dann eher die hier. Die habe ich mehr. Waits, verdammt nochmal. Apollo hat die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Wen? Jeden und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Jeden und alles. Alles oder nichts. Okay. Haben wir noch was? Nee. Der. Oh boy. Die Sache ist, einen mit einem Schlagstock paralysieren und den kaputt hauen, das funktioniert ganz gut. Aber wenn es mehrere sind, werde ich glaube ich die EMP-Granate nehmen und sie ausschalten und dann versuchen zu töten oder weglaufen. Hin. Alter, was ein Weg das noch ist. Ich muss den kompletten Gang runter und dann nach links. Leer. Wollen wir mal gucken, was hier noch ist. Nichts. Okay, Leute, wir sind aber leider schon ein bisschen über der Zeit drüber. Deswegen machen wir hier an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von Alien Isolation. Wir machen das nächste Mal weiter, dann werden wir uns ins Marshallbüro begeben und hoffentlich schaffen wir es dort in einem Stück hin, den Androiden auszuweichen oder sie zu erledigen, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Und dann, ja, mal sehen. Ist das Alien weg? Kommt es wieder? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, dass ihr hoffentlich wieder einschaltet bei der nächsten Episode von Alien Isolation. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.